Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Sigma Kodakin and the Alien Mindbenders. Und ganz wichtig, jetzt in der Hut- und Nasenbrille-Option, aber machen das mal wieder weg. Würdest du mal den Hut ausziehen? Also den kannst du auch ablegen, aber ich glaube, hier ist immer noch Ausziehen angesagt. Ausziehen! 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 Mal gucken, wenn ich jetzt sage, mach dich nackig, Zack. Mal gucken, ob ich den Part dann monetarisieren darf. Es werden Wetten angenommen, glaube ich. Nackter Zack McCracken, jetzt hier. Nur bei OnlyFans. Bestellen Sie den 15-seitigen Kalender mit 12 ganz heißen Monaten. Bevor ihr fragt, was ich trinke, Kaffee. So, nimm ab und nicht mehr als 17 Tassen, ganz wichtig. So, auf geht's. Jetzt kann man nämlich theoretisch, also man kann mit, das habt ihr ja gesehen, mit der Tröte das machen. Man kann aber auch ganz einfach, wenn man jetzt total sagt, komm, ist mir egal, ich bin überversichert. Und schläg mal einfach mit einem Schraubenschlüssel auf den Bus. Oh, sie sind's wieder! Ich komme nicht ran, ja, jetzt schon. So, wir warten mal gleich. Müsst ihr uns anblöken? Bezahl mal. Also so wie in echt, ne? Will er nicht? Müsst es mir noch erzählen, ich soll bezahlen. Nun, das ist keine Freifahrt. Danke. Der schmeißt, glaube ich, auch einen wieder raus, wenn man jetzt gar nichts macht, glaube ich. So, Card Laser mit Cashcard. Na, also gut, los geht's. So, herzlich willkommen am Flughafen. Die Flughäfen sehen teilweise auch unglaublich gleich aus. Es gibt Sachen, die sehen anders aus, aber eine Menge Sachen sehen komisch aus. Was, glaube ich, von Event zu Event anders ist, ist, glaube ich, der Zeitungsautomat. Studenten decken Riesengesicht auf dem Mars. Spoiler, da gehen wir auch noch hin. So, mit dir muss ich eh reden. Willst du ein Buch über Erleuchtung? Ja, klar. Ja, natürlich. Ich gebe einem wildfremden Mann natürlich auf einem Flughafen, der mich nach Erleuchtung fragt, natürlich meine Kreditkarte. Sounds legit, ne? Den muss er wahrscheinlich wieder geben, oder? Genau, gib. Genau. Menschen geben Gegenständen. Ja, immer noch, möchte ich. Ja, möchte ich immer noch haben. Das kostet 42 US-Dollar. Erleuchtung ist teuer, Dude. Auf dass du wahre Erleuchtung findest. Machen wir. So, können wir die lesen? Es ist, wie du dein Selbstbewusstsein hebst und die Golfpunktzahl senkst. Danke. Ja, dann weißt du, wo man es anwenden muss. Es wurde von einem Guru in Nepal geschrieben. Ich lese es später. Ach, kommt nicht jetzt gleich meine Lieblingsszene? Kommt nicht mein Lieblingskick? Oder kommt der noch nicht? Es gibt eine meiner absoluten Favorite-Szenen. Ich guck mal. So. So, im Allgemeinen wäre das jetzt theoretisch die Codeabfrage. Die gibt's aber hier nicht. Und hier seht ihr schon mal, das sind die Flugrouten. Also von San Francisco kommt man nach Lima, London, Mexico City, Miami, Seattle. Wo wir hin müssen, wie der Name schon sagt, nach Seattle. Dann gehen wir auch hin. So, auf geht's. So. Ab in den Flieger. Kommt meine Lieblingsszene? Ja, kommt sie. Sie sind spät dran. Ich zeige Ihnen Platz. Sie ist ja blond. Du bist blondiert, Hase. Du warst doch mal dunkel in anderen Versionen. Das geht Sie in Dreck an. Hier ist er. Meine Damen und Herren, Sie haben diesen Vortrag schon gehört. Ich mache es kurz. Ja,
hier so kurz jetzt auch nicht. Ruhe! Bei einer zu erwartenden Wasserlandung von San Francisco nach Seattle können Sie Ihr Sitzkissen als Schwimmhilfe benutzen. Aber die ist doch tatsächlich jetzt blond. Die ist sonst dunkel, kann ich euch sagen. Das ist eine gefärbte Blondine. Bei einem Notfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke. Wahrscheinlich. Die liebt ihren Job, falls ihr das wissen wollt. Ja, definitiv. Genießen Sie den Flug. Ich werde das jedenfalls nicht. Genau, und jetzt können wir Mist machen. So, auf geht's. So. Jetzt gucken wir mal. Können wir das schon machen, wenn sie da rumläuft? Wir können uns das Kissen auf jeden Fall schnappen. Hey, sie! Nee, geht noch nicht. Das dürfen Sie nicht tun. Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück. Okay, noch nicht. Jetzt bleiben Sie hier. So, okay. Alles klar. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Sieht viel geiler aus in der Version. Viel, viel geiler. So, das ist die Toilette. Und natürlich kann man in der Toilette viele schöne Sachen machen. Erstmal nehmen wir natürlich das Toilettenpapier. Ihr wisst ja, das ist so viel wert wie Gold. So, können wir das mal eben benutzen. Entschuldigen Sie. Rup. Natürlich. Zack ist einer der Schüchteren. So, besten Dank. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir das kaputt machen. Natürlich. Ist klar. Wir wollen ja schließlich, dass auch Ihr Flug unvergesslich wird. Na komm, da kann man... Wir können das doch zumachen. Okay, aber das könnte die Spüle verstopfen. Ja, das will ich hoffen. Können wir den Spiegel noch benutzen? Nö. Gut, dann wollen wir mal gucken. Also man hat so ein bisschen Zeit... Es ist also nicht, ihr habt nicht unendlich Zeit bei dem Flug, aber die Flüge werden dann so lange wiederholt, bis alles erledigt ist. Gleich läuft's über. Ich weiß. La 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 la. Wir tun mal so, als wären wir einen ganz netten. Und dann müssen wir erst Bescheid sagen. Moment. Können ja Bescheid sagen, wir sind ja nett, ne? Zurück zum Sitzplatz! Na, könnt ihr schon mal anfangen, das zu öffnen. Hey, Sie! Das dürfen Sie nicht tun! Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück! Jetzt bleiben Sie hier. Hat sie noch nicht gemerkt, ne? Moment, müssen wir uns das nochmal angucken? Weil eigentlich muss es überlaufen. Das ist ja der Gig. Ja. Ach, stimmt, klar. Wir müssen ja mal Bescheid sagen, dass hier was ist. Moment. Freut euch, was gleich kommt. Oh nein, was für eine Schweinerei! Sabotierte Spülung stranguliert schreiende Stewardess. Er liebt Schlagzeilen übrigens. So, aber das ist ja noch nicht alles. Ne? Das kann ja jeder. Wir bringen mal ein bisschen noch Spaß in ihren Alltag. So. Ihr wisst ja... Kein
gutes LucasArts Lucasfilm Adventure ohne Mikrowelle. So. RIP. Ja, mal gucken. Oh, da liegt was. Mal gucken. Sollen wir sie mal entgegenkommen? Was riecht denn hier so komisch? So. Hey, sie! Ich mach gar nichts. Das dürfen Sie nicht tun. Sie verstehen mich. Ich habe mich einfach hier vertan. Gehen Sie sofort in Ihren Platz zurück. Was ich suche, ist die Sauerstoffflasche übrigens. Falls das irgendeinen interessiert. Die suche ich gerade. Und soweit ich weiß, ist das beim letzten. Jetzt bleiben Sie hier. Sie könnten sich ja auch um die Mikrowelle kümmern. So, erstmal nehmen wir das natürlich mit. Feuerzeug immer gut. So, komm, wir können sie ja mal besuchen, wie viel Spaß sie dabei hat. Waren Sie das? Hinsetzen! Ach, sie mag uns. Ja, kaum. Das ist genau das Gleiche. Was für eine Schweinerei! Zu viel Peroxid in den Haaren und dann quasi jetzt sowas. Die war als Brünette viel lockerer. Aber kaum sowas. Wenn ich den erwische! Ah, das glaube ich nicht. Ich bin also ganz ehrlich, für den Service gebe ich 5 von 5 Sternen. Ich finde den gut. So. Also es geht tatsächlich auf Zeit, ne? Also, deswegen, wenn ich das tatsächlich im ersten Versuch schaffe, wäre das super. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ja. Für Leute, die blind sind. So. Haben wir. So. So. Mal gucken. Erzählt sie mir noch was Neues? Waren Sie das? Hinsetzen! Nee, dann macht sie nichts mehr. Dann können wir ja noch was Schönes machen. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. So. Einmal ist kein Mal, ihr kennt das ja. Ah, upp. Ah, komm. Ich weiß gar nicht, ob man vom Toilettenpapier noch was braucht. Ich glaube, darauf kann man auch die Karte malen, wenn man dann das andere nicht hat. Das könnte verstopfen. Ach nein. Das glaube ich nicht. So. Na? Wo ist denn der Service? Achso, jetzt landen wir. Mist. Wir werden gleich landen. Machen Sie bereit zum Aussteigen bereit. Ach, Stewardess, da läuft gerade noch was über. Schnauze! Es war eine Freude, Sie an Bord zu haben. Einen schönen Tag noch. Habt ihr doch nicht so. Wir sind in Seattle. Cutscene. Inzwischen im Geheimzimmer. Natürlich. Oh baby, I'm a jello, talk love in me, tender raisin rock in my blue suit. Ja, du mich auch. Was machst du da gerade, bitteschön? Ich verirre den King! Hör sofort auf damit! Dein Auftrag ist, die Maschine zu bewachen, nicht wie ein Idiot zu tanzen! Ach, habt ihr noch mal so ein bisschen Spaß bei der Arbeit? Geht doch. Verzeihung! Es gibt immer noch eine Chance. Eine sehr kleine Chance. Dass jemand das skolarische Gerät entdeckt und aktiviert. Das
Das wäre das Einzige, das uns stoppt. Natürlich haben wir bald alles unter Kontrolle und machen uns keine Sorgen. Aber bis dahin? Mach gefälligst deine Arbeit. Wie du befiehlst, Boss. Komm, jetzt noch mal eine Kesse Sohle. Bis bald. Don't be cool to my heart, take over, just treat my little ass, I'm shaking up. In der Zwischenzeit sind drei Leute an Tinnitus gestorben. Hörakustik Gers hasst diesen Trick. So, weiter geht's. Ab nach Seattle. So, und ich überlege, ob ich da jetzt gleich einen Cut setze. Ja, das kennen wir. Also das hat sich nicht geändert. Wir können mal eben kurz was gucken. Nur, wie gleich die Flugroute ist. Also da kann man nur nach Miami und nach Seattle. Okay. Gut zu wissen. So, ja, würde ich sagen, Cut. Und dann bespaßen wir jetzt Seattle. Bis gleich.